Diese Anhänger mit Punkten möchte ich euch zeigen, wie die gehen, in verschiedenen Farben. Da könnt ihr wieder eure Fantasie walten lassen. Also bis gleich. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Anhänger mit Acrylpunkten machen könnt. Ihr geht auch wieder ein paar Schritte. Also zuerst habe ich hier diese runde Form und diese ovale. Die tue ich sauber machen, weil es kommt zuerst diesen Klarlack, brauche ich. Und der muss dann erst trocknen. Also jetzt gieße ich das Klarlack rein. Halt, nicht zu viel. Und hier auch. So, und auch gucken, dass hinten das auch zu ist, wonach er doch dieses Loch zum Aufhängen kommt. So, überall schön zu. Bläschen auch raus. Und das lassen wir jetzt über Nacht trocknen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ihr könnt das hier mit so einem Feuchttuch sauber machen. Ihr könnt aber auch so ein Klebeband, so ein breites, und da rein tupfen mit die Klebeseite. Dann geht es auch weg, aber ich nehme gern das. Kann ich hinterher, wenn ich mal gematscht habe, auch mit wegmachen. Geht wunderbar. Also, bis nachher. Jetzt sind sie trocken, habe sie aus der Form genommen, als Klarlicht. Jetzt habe ich hier oben immer noch meine Muster. Ich habe gerade Schwarzes drunter getan, dann sieht man das besser. Also jetzt fangen wir an mit Acrylfarbe. Ich mache zwei verschiedene, einmal nur Gold, das mache ich hier, und dieses mache ich in Bunt. Da habe ich gedacht, ich mache Lila und Grün. Dann tun wir hier auf so ein Stück Papier in Tropfen. Der ist eigentlich schon zu viel, aber kommt nicht kleiner raus. Und hier der Lilare. So. Und der Weiße. Da mache ich unten so ein kleines, hoffentlich kommt jetzt auch nicht wieder zu viel raus, nur so ein kleiner Strich. Ist eigentlich auch wieder zu viel. Naja. Was man auch gut machen kann, und zwar schwarz. Man fängt mit ganz, ganz hellgrau an und wird immer wie dunkler. Also mittendrin ganz, ganz hell und dann immer wie dunkler. So, ja, das tue ich nachher raus. Jetzt habe ich hier, das sind Dotting Dolls. Das ist ja diese Dot Petting Art. Da kann man sonst im Internet gucken, da gibt es ganz tolle Muster, wenn man selber keine einfällt. Hier habe ich auch, ich fange mit klein an und werde dann immer wie größer. Wir können auch umgedreht, dann machen wir diesmal umgedreht, fange ich mit groß an und dann immer wie kleiner. Ich nehme Zahnstocher und schiebe die Farbe jetzt hier in das Weiße. Und vermische das damit. Seht ihr so? Halt, jetzt brauche ich noch eins. Vor der Nase. So, und hier das in Grün. So, okay. Fangen wir mit Lila an, da tauchen wir ein, machen mittendrin einen, seht ihr das auch, ja, einen Punkt. Ich könnte das auch hier drauf legen, so, bin ich näher an der Farbe dran. Man braucht eine ruhige Hand. So, einen dicken Punkt. Okay, jetzt brauche ich so ein Küchenrolletuch und putze das damit ab. Jetzt nehme ich dieses für das Grüne und tupfe das . Wenn es stört, dass es verschiebt, man könnte auch unten drunter Tesafilm, so ein breites Tesafilm, das da drauf kleben, dann verrutscht das nicht. Könnte man auch. Jetzt mache ich da
ein etwas kleinerer. Das ist jetzt, was ich jetzt ausprobiere und nehme das denn hier zwischen. Und dann wird das, lässt man das trocknen und dann kommt Klarlack wieder drauf. Da, Küchenrolle abputzen, geht wunderbar, macht auch richtig Spaß, man kann richtige Bilder damit machen. So, dann nehme ich jetzt hier für das Lilare. Ich will ja die Hände nicht so da drüber tun, dass ihr das denn nicht seht. So. Jetzt kommt. Ja, na, das ist mal zu dick jetzt, das wird, soll ja dünner werden drauf. So. Jetzt wieder grün. Und da könnt ihr ausprobieren. Macht das vorher vielleicht auf ein Blatt Papier. Oh, das grüne Lila sieht eigentlich gut aus. So, der wäre jetzt fertig. Das lässt man jetzt trocknen. Legen wir mal hier an der Seite hin. So, Lisa, jetzt habe ich wieder zu viel. Aber es kommt einfach nicht dünner raus, oder? Ich mache da was falsch. Gibt es vielleicht auch. Jetzt tue ich hier das Gold. Ah, das kommt natürlich jetzt zu dünner, zu wenig raus. Wie sollte doch anders sein. So, mal hören wir mal damit auf. Vielleicht reicht es. Da wollte ich ein ganz dickes hier unten machen. Und zwar da. Und da tue ich jetzt nicht verdünnen, weil es soll ja nur Gold bleiben. So. Den lasse ich für oben nochmal. Und nehme dann jetzt dieses. Und ich habe bestimmt noch so Goldfarben jetzt vor Weihnachten über. Da könntet ihr das so gut ausprobieren. Seht ihr, da habe ich mir doch gedacht, dass das zu wenig ist. Das ist nämlich auch so ein Rest, was ich mal von Weihnachten über hatte, wo ich was angemalt habe. So. Okay. Muss auf mein Bild gucken. Ich habe mir das nämlich mal was so was aufgemalt, damit ich ein bisschen weiß, wie ich das machen wollte. So, jetzt nehme ich wieder noch nicht da in mein Kletz reinkommen. Einen dicken wollte ich. Hier. So. Also hiermit könnte man vielleicht auch mal, wer mit Ton macht, Blumenfasern oder Übertöpfe oder sowas machen, könnte ich mir auch gut vorstellen. So, das lassen wir jetzt auch wieder trocknen und tun das nachher beim nächsten Schritt, wenn das trocken ist, mit Klarharz. Überziehen. Ja, also, dann sehen wir uns wieder, wenn er trocken ist. So, jetzt ist das trocken. Seht ihr? Und hier, das wollte ich euch noch zeigen, ich Ferkelchen hat mal wieder draufgepackt, war alles verwischt. Wenn euch sowas passiert, nimmt der Nagellackentferner in ein Tuch und wischt das weg. Da, ich habe alles weggewischt und habe es neu gemacht. Ja, das, sowas kann ich, da bin ich Experte drin. So, jetzt kommt überall noch was drauf. Und wieder auf diesen Doppelschwamm. Wenn da was runterläuft, ist das nicht so schlimm. Das fängt da unten auf, gibt keine Matscherei. Und hier das Schieben, dass das überall was ist. Und haltet der Kopf was schief, dann seht ihr, wie weit ihr bis zum Rand das schieben müsst.
und den Harz ein bisschen warten, bis er etwas angedickt ist. Wenn er zu flüssig ist, fließt er euch direkt weg und so könnt ihr das viel besser verschieben. So, jetzt muss das wieder trocknen. Die Ränder sind, glaube ich, sehr sauber, da brauche ich nachher nichts zu schmirgeln. So, okay, jetzt warten wir, bis es trocken ist. Über meinen Harzschmuck habe ich ein E-Book und Taschenbuch geschrieben. Das habe ich euch unten verlinkt, da könnt ihr mal schauen. Also, bis dann. Ich habe sie jetzt zweimal, so, dass etwas dicker ist, bestrichen. Hier habe ich schon eine Öse dran gemacht. Hier habe ich leider nicht in dieser Größe so eine goldene, vergoldete. Die muss ich mich erst besorgen. Da wäre dann irgendwie so ein Anhänger, nur dass ihr das mal jetzt seht. Hier mit die Kette. Die fehlt mir jetzt, weil ich mache eigentlich alles in Silber oder Edelstahl. Also ihr biegt jetzt die Öse so rum. Wenn ihr das so macht, dann ist die Spannung weg. Das darf nicht. Ich muss noch was weiter auseinander, damit es auch da reinpasst. So. Dadurch. Und wieder auf dem Wege so zurück. Zu. Okay. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Hier habe ich auch einen Reif. Den ziehen wir jetzt mal durch, damit ihr das seht. So. Hier habe ich eine Schlangenkette. Halt, nein, die wollte ich da dran, weil dafür habe ich so ein Lederbändchen, was in die Farbe ist. Das kommt jetzt hier hin. Also nochmal eine Öse. Hier durch. Zumachen. Okay, durchziehen. Gut, so habt ihr eben alles verschiedene. Da jetzt mein Lederbändchen. Oh, wird jetzt hingelegt. Hier, da habe ich, yes. Da habe ich das Lederbändchen. Ziehe das also hier durch. Ich habe jetzt 90 cm, weil das soll nicht direkt oben am Hals hängen, aber man kann es jetzt machen, wie man möchte. Das Lederbändchen wickeln wir hier einmal so rum, machen da einen Knoten auf die andere Seite selber und dann könnt ihr das verschieben, wie ihr möchtet. Ob ihr enger haben möchtet, halt so. Das ist jetzt der Vorführeffekt wieder wie üblich. So, hier unten rum, oben rum, durchziehen, komm her, so, seht ihr, und dann könnt ihr das verschieben, wie ihr möchtet, ja, je nachdem, wie lang ihr habt, so, okay, dann haben wir es fertig, und wenn es euch gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben. Und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.